Servus Leute, willkommen bei Terminus Zombie Survivors, einem rundenbasierten 2D Roguelite Zombie Apokalypse Game, das für 20 Euro auf Steam erhältlich ist. Vielen lieben Dank an den Entwickler für den Key. Ich habe es noch nicht gespielt, das ist das erste Mal. So, wähle den Beruf. Ich bin schon mal froh, dass es auf Deutsch ist, also die Spiele sind meistens nicht auf Deutsch und ich hatte ja immer so meine Probleme. So, gehen wir auf Soldat. Wird das Töten von Zombies mit hohen Kampfwerten motiviert? Okay. Name Erika, so lasse ich jetzt mal alles. Ach geil, da kann ich das aussehen von oben aus. So, ich kann weiter runter. Du kannst weiter sehen, ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Schneller bewegen und angriffen besser ausweichen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. So. Okay. Keine Eigenschaften ausgewählt. Ah. Vorliebe für Kaffee. Ich brauche die anderen gar nicht zu lesen. Kaffee. Stark. Nein, wir machen das vorgegebene Szenario. Dass wir halt mal den Anfang an richtig wieder leben. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende übrigens. Ich bin jetzt mal gespannt. Mal wieder, das ist eine Mischung, wo ich mal wieder nicht erwartet habe. Infizierte Zombies greifen die Menschen an. Dein Haus ist noch sicher, aber du bist vom Strom und Wasser abgeschnitten und es gibt nur noch wenig Vorräte. In deiner letzten Kommunikation erfährst du, dass sich die überlebenden Menschen in Terminus versammelt haben. Erreiche den Terminus sicher, um zu überleben. So, 4 Hauptpanels, okay. Grundlegende Spielanleitung. Panel, das ist die Karte, 2 Balken, TP und Telefon. Ort, so. Terminus ist wesentlich, das ist gut. Ah, das ganze Ding ist, okay, das ganze Spiel ist, rundenbasiert. Ich habe gemeint, so rumlaufen dann im Kampf, okay. Finde nützliche Gegenstände, indem du Möbel bist. So, machen wir mal. Faden nehmen wir jetzt einfach mal. Wir sind ja hier in meinem Haus. Unten scheint ein Zombie zu sein. Getrockneter Fisch. Nehmen wir alles. Momentan habe ich keinen Hunger oder sonst was. So, durchsuchen haben wir wieder Fäden. Dreckhandschuhe, das macht die Temperatur hoch. Rucksack, okay. Nehmen wir mal alles. So, kann ich da rauskommen? Tatsächlich. Da sind Zombies. So, angreifen, bewegen, herstellen, kochen, schlafen. Ich kann andere Überlebende entdecken, okay. T20. Kann ich das irgendwie verkleiden? Hä? Ich habe zwar irgendwie einen Rucksack, aber irgendwie auch nicht. Okay. Machen wir mal das alles anziehen. Aha, sowas kostet auch ab hier. Okay. Okay, nehmen wir alles. Wir haben jetzt nichts mehr, also zu beenden. Einzelne Panels, okay.
Tür aufbrechen. Wurde keine Waffe ausgelöst. Haltbarkeit schlecht. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass jetzt das Ding hier kaputt geht. Behelfsmäßiges Feuerzeug. Das nehmen wir mal. Ah, das ist ein Zombie, okay. Okay, da kommt jetzt ein Zombie, machen wir mal einen Kampf. Der ist zu weit entfernt, okay. Töte deinen ersten Zombie. Helm-Zombie. Oh. Okay. Na, die Lumpen brauche ich jetzt nicht. Oh Gott. Flinger-Zombie, oha. Trefferchance 50, 50, 50, 50. Verfehlt. Verfehlt, ah! Ja! Ich kann den sogar Körperteile abhacken. Geil. Okay. Oh. Wecker. Apfel frisch. So, wie sieht's denn jetzt hier aus mit Schlafen? Straßenkater. Ah. Sag mal her. Muss ich das vielleicht anders machen? Aha. Okay. Okay, also ich kann Sachen hier benutzen. Warte mal. So, Affe haben wir jetzt wieder hoch. Das will ich jetzt mal gucken. Ach, je weiter das weg ist, okay. Okay, gut. Das ist cool. Arbeitshandschuhe, okay. So, hier müsste ja irgendwo ein Zombie gewesen sein. Ah ja. Ach, ein kriechender Zombie, okay.
frage mich auch, ob es besondere Zombies gibt. Ich meine, wir hatten ja jetzt Flinke und Helm-Zombies, also es scheint auf jeden Fall noch andere zu geben. Oh, toll. Keine Waffe? Ja. Eine Ratten... Ach, da kann ich sogar Tiere fangen. Also das ist richtig mit Survival dann auch. Ich kann auch bestimmt die Planke nehmen und damit einen hauen, oder? Kann als Einwegwaffe benutzt werden. Oh, okay. Glasscherbe. Ein Antidepressivum. Ja, gut. So. Gut, also wir müssen essen, wir müssen trinken, das sehen wir ja hier, aber ich will mal sterben. Ich will mal wissen, was dann passiert. Oh, man hat aber ganz schön Energie hier, muss man sagen. Das dauert, bis man stirbt. Ich mache aber jetzt extra mal das ganze Zeug da... Ich mache jetzt gar nichts. Ich will mal wissen, was passiert, wenn man stirbt. Ja, komm, mach. Jetzt kommt von hinten noch ein Zombie. Durstig, deprimiert. Dafür ist es Andi unhungrig jetzt auch noch. Reduziert die AP Wiederherstellung. Okay. So, ich bin tot. Was passiert jetzt? Ich lebe wieder. Warum? Da verarscht ihr mich? Wieso kann ich jetzt nicht sterben? Das verstehe ich jetzt nicht. Roguelite müsste doch eigentlich heißen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dass ich dann mit neuen Charakteren nochmal anfangen kann. Na, irgendwie geht das immer hier wieder hin. Das verstehe ich jetzt nicht. Also von der Idee her finde ich es gut. Spiel ist vorbei. Du hast aufgegeben. Gut, ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Aber ich finde es von der Idee her finde ich es gut. Was bringt mir der Levelaufstieg? Ach, das bringt mir hier neue Sachen zum Freischalten. Okay. Ja. Worauf für 20 Euro hat man gut Umfang. Also ich finde es nicht schlecht. Naja, mir gefällt's. Mir gefällt's. Nur das mit dem Sterben habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So. Wundert euch nicht, dass ihr eine ganz andere Musik im Hintergrund habt. Ich habe gerade gesehen, dass da irgendwie eine Musik gelaufen ist. Keine Ahnung. Naja, danke, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Let's Test. Könnt ja mal die Kommentare schreiben, ob das Spiel was für euch ist oder ob diese Art von Games eher nicht so Anklang bei euch findet. Also, macht's gut.
Thank you.